immer, sollen die Bassisten in unserem Kundenkreis natürlich nicht zu kurz kommen. Deswegen jetzt bei Ibanez auch eine neue Bassserie, von der Stefan uns jetzt mal erzählen möchte. Was haben wir denn da, schöne Stefan? Richtig, genau. Das ist die Grooveline-Serie. Ist ganz neu. Dieses Jahr auf der NEMM-Show vorgestellt worden. Und zwar handelt es sich hier um einen Bass im etwas ausgefalleneren Design. Wir haben hier einen Hals aus Wenge Bubinga, sehr hochwertig. Der hat zusätzlich eine Titanium-Verstärkung mit dem Hals. Das machen die Japaner jetzt mittlerweile seit 3 oder 4 Jahren. Das gewährleistet eben einen extrem geraden und auch temperaturunanfälligeren Hals. Und damit ist das vierseitige Modell hier. Gibt es auch als Fünfseiter. Das sind wieder diese CAP-Pickups, die eben von Ibanez Haus eigen entworfen sind und auch hier sehr, sehr gut klingen. Das ist ein aktiver Bass und gibt es als Vier- und Fünfseiter, eben hier in Deep Espresso, dem braunen Ton und in diesem Orangeton und eben in Natur. Jetzt werden ja, wie ich gesehen habe, immer wieder Ibanez-Gitarren mit Aktiv-Passiv-Switch ausgestattet. Genau, das ist ja auch so. Ja. Das ist ja eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn einfach während dem Spielen der Saft weg ist, klicke ich rauf und bin passiv und kann einfach weiterspielen. Ja. Optimal. Das ist ja ganz optimal. Na klar. Okay, haben wir noch was hier? Haben wir noch eine andere Farbe? Wunderschön, wunderschön. Also wie ihr seht, Ibanez geben wir auch richtig Gas im Bassbereich und wir schauen uns noch ein bisschen hier bei Ibanez um und sobald wir was finden, was schön ist, sag ich mal, zeigen wir euch das. Alles schön. Alles schön bei Ibanez. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.